Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Mike Quincy, 10. April 2020, übersetzt von Martin Gadot. Das Coronavirus scheint in vielen Ländern seinen Höhepunkt erreicht zu haben und hinterlässt nun eine Spur von Problemen. Es läutet eine Zeit der Selbstprüfung ein, in der die Regierungen nach Auswegen suchen, eine derartige erneute katastrophale Erfahrung künftig zu vermeiden. Die Nachwirkungen werden viele Schwierigkeiten bei der Suche nach einem neuen Weg mit sich bringen, der eine derartige erneute Gefahr abwenden kann. Wandel ist hier das Schlüsselwort. Aber wie wollt ihr eure künftigen Erfordernisse im Voraus bestimmen, während ihr euch da auf neues Terrain begebt? Ihr habt viel Zeit, hier einiges nachzuholen, denn inzwischen dürftet ihr viel weiter fortgeschritten sein als bisher. Alles, was ihr benötigt, um ins neue Zeitalter eintreten zu können, ist jetzt verfügbar. Vorausgesetzt, dass diejenigen, die euch bisher zurückgehalten hatten, ihren Einfluss auf euch aufgeben. Seid versichert, dass es mächtige Kräfte gibt, die energetisch darauf hindrängen, dass ihr künftig von Einschränkungen befreit seid, weil sie die Macht der Dunkelmächte erfolgreich beschneiden konnten, auch wenn diese noch weiterhin ein Ärgernis bleiben werden, aber man kann mit ihnen fertig werden. Euer Weg in die Zukunft ist vorbestimmt, und sobald sich euer derzeitiges Durcheinander gelegt hat, könnt ihr euch darauf konzentrieren, einen Weg zu schaffen, der euch direkt ins gelobte Land führt. Großartige Dinge warten da auf euch und ihr werdet nicht enttäuscht sein. In diesem Land solltet ihr einen ersten flüchtigen Eindruck davon gewinnen können, was die Zukunft für euch bereithält. Macht euch aber klar, dass es einige Zeit dauern kann, bis ihr erleben könnt, wie sie sich vollständig entfaltet. Ihr müsst wissen, was vor euch liegt, damit ihr euch voll und ganz darauf vorbereiten könnt, und es wird eine erfreuliche Erfahrung für euch sein, eure Freiheit sichern und in eine Periode des Friedens und der Sicherheit eintreten zu können. Indem ihr eure Vision dessen projiziert, wie das aussehen wird, tragt ihr dazu bei, es zum frühestmöglichen Zeitpunkt Wirklichkeit werden zu lassen. Es gibt viel vorzubereiten, bevor sich der Event vollzieht und ihr in die höheren Schwingungsebenen angehoben werden könnt. Wir werden dafür sorgen, dass ihr gut vorbereitet seid. Konzentriert euch bis dahin auf euer Ziel und blickt nicht zurück, denn das Alte kann euch nicht mehr von Nutzen sein. Ihr gestaltet jetzt eure Zukunft und die alten Wege sind nicht mehr anwendbar oder angemessen. Während ihr weiter voranschreitet, werden sich eure Schwingungen immer weiter erhöhen und das wird so bleiben, bis ihr aufsteigt. Das wird eine gerechte Belohnung für alle die Seelen sein, die schon so weit gekommen sind, um nun beim Endresultat dabei zu sein. In den kommenden Jahren wird sich vieles zum Besseren verändern und den Weg zur Vollendung ebnen. Während dieser Zeit werdet ihr viel lernen, was euch auf euer neues Leben als galaktische Wesen vorbereiten wird. Ihr werdet kaum begreifen können, in welchem Ausmaß ihr euch verändern werdet, aber ihr werdet lernwillige Teilnehmer sein. Welche Hindernisse auch immer euren Weg kreuzen sollten, nehmt alles in Angriff und lasst euch nicht von eurem Ziel abbringen. Dies ist jetzt nicht die Zeit für schwache Nerven, seid also stark und engagiert auf eurem Weg, dann werdet ihr sicher erfolgreich sein. Nach Beendigung des Chaos werden viele Seelen hervortreten, um den Weg zu weisen und einen neuen Denkansatz für ein erfolgreiches Resultat zu präsentieren. Ihr alle habt einen langen Weg hinter euch, um an diesen Punkt eurer Weiterentwicklung zu gelangen, und eure Fertigkeiten sind dadurch umso stärker geworden. Somit seid ihr für den Rest eurer Reise gut vorbereitet und wisst,
dass ihr während eurer gesamten Reise viel Unterstützung und Schutz habt. Ihr seid besondere Seelen, die die Kraft und die Stärke haben, sich allen Herausforderungen zu stellen, die euren Weg noch kreuzen könnten. Und ihr könnt sicher sein, dass wir eure Fortschritte stets mitverfolgen. Ihr habt das Potenzial, großartige Dinge zu erreichen. Und vieles davon hängt von eurer Meinung über euch selbst und eure Fähigkeiten ab. Nichts liegt wirklich außerhalb eurer Reichweite, außer dass euch der Glaube an euch selbst und an eure Fähigkeiten fehlen könnte, das zu erreichen, was ihr euch wünscht. Nichts kann jetzt eure weiteren Fortschritte aufhalten, denn so, wie ihr es euch wünscht oder herbeisehnt, wird es schließlich zu eurer Realität. Auf diese Weise zieht ihr gleichartige Energien zu euch, was ein weiterer Grund ist, weshalb ihr eure Energien nicht auf negative Gedanken verschwenden solltet. Falls ihr euch auf eure Ängste konzentriert, verleiht ihr damit genau jenen Dingen Energie, die euch bedrücken, anstatt diese zu ignorieren. Seit Beginn des neuen Zeitalters haben wir euch ermuntert, offen zu bleiben für das, was die Zukunft für euch bereithalten könnte, denn ihr habt Neuland betreten und euch euren Zugang dahin geschaffen. Deshalb ermuntern wir euch, nicht mehr rückwärts zu blicken für eure Inspirationen. Man könnte sagen, dass in dieser neuen Zeit alles möglich ist. Und darin steckt viel Wahrheit, denn das neue Zeitalter bietet euch eine Vielfalt unterschiedlicher Möglichkeiten. Ihr würdet sagen, der Himmel ist die Grenze. Denkt also groß und seid zuversichtlich, dass alles, was ihr anstrebt, im Rahmen eurer Möglichkeiten liegt. Und wir auf unserer Seite werden euch helfen, wo wir nur können, denn wir wünschen innig, dass ihr erfolgreich seid. Die Aussicht, endlich aus den niederen Schwingungen herauszukommen, sollte euch zu großartigeren Dingen inspirieren. Es ist alles da, um aufgenommen zu werden, und ihr habt euch wahrlich das Recht verdient, die niederen Schwingungsebenen hinter euch zu lassen. Ihr alle werdet als mutige Seelen angesehen, die wussten, dass sie die Verbindung zu ihrer wahren Wirklichkeit verlieren würden. So habt ihr nun in einer Traumwelt gelebt und viele Erfahrungen waren Albträume, die ihr nun für immer hinter euch gelassen habt. Diese gesamte Erfahrung ist nicht vergeblich gewesen, denn ihr habt an Statur und Stärke gewonnen und seid zudem viel weiser geworden. Und noch viel wichtiger ist es vielleicht, dass euer Verständnis der Zusammenhänge gewachsen ist, und zwar in der Weise, dass ihr nun das Potenzial habt, zu Führungspersönlichkeiten zu werden, die all denen helfen können, die euch nachfolgen. Es ist verständlich, dass einige unter euch Bedenken bezüglich ihrer jetzigen Familie und Freunde haben. Deshalb solltet ihr wissen, dass sich alle Seelen genau dort befinden werden, wo sie sein müssen, um ihre Weiterentwicklung fortführen zu können. Manchmal werdet ihr in Gruppen beieinander bleiben, aber offensichtlich werden einige Seelen auch allein ihren eigenen gewählten Weg gehen. Die Art von Gesellschaft, an die ihr bisher gewöhnt wart, wird sich schließlich zu sehr kleinen Einheiten umbilden, die sich dank technischer Fortschritte dann selbst tragen können. Schon jetzt wird deutlich, dass dies der künftige Weg ist. Die Welt ist mit dem verstärkten Reiseaufkommen kleiner geworden, sodass all jene, die bisher isoliert gelebt haben, Kontakt zur großen Welt da draußen aufgenommen haben, um sodann nie wieder ganz in ihre alte Lebensweise zurückzukehren. Das Miteinanderteilen ist wichtiger denn je geworden und das wird auch so weitergehen, da die Dinge sich rapide zu wandeln beginnen. Bis all diese Dinge sich beruhigt haben, mag dies wie ein Aufruhr erscheinen, doch seid versichert, sie werden sich beruhigen. Ich hinterlasse euch meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst, mein Gott selbst. Jede Seele hat die gleiche Verbindung zu Gott. In Liebe und Licht.
Mike Quincy. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.